Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation im Multiplayer Early Access zusammen mit Pascal. Hallo. Moin. Ewigkeiten ist zäh aus der letzten Folge, ne? Ja, definitiv. Bestimmt schon ein Jahr oder so. Wir haben einige Folgen noch von Notruf 112 gebracht, also der Fortsetzung sozusagen, der besseren Version, wo es auf den ordentlichen Multiplayer so einigermaßen gibt. Bäh. Ich kann nicht mehr reden. Es ist Montag. Gar nicht gut. Sonst so. Wir können halt die Einsätze spawnen. So. Richtig. Wir sitzen hier. Tobi kann Einsätze spawnen. Und ihr seht es oben auf der Uhr. Es ist 12.11 Uhr. Und der Udo hat nochmal kein Mittagessen gekocht. Deswegen, ja, sitzen wir gerade hier und verhungern und warten aufs Essen. Ja, total. Aber ihr seht ja auch. Wenn meine Maus kurz funktionieren würde oder ich mich bewegen könnte, jetzt kann ich mich bewegen, Cafeteria ist immer noch zu. Sowas. Was willst du machen? So, Tobi, was machen wir heute für einen Einsatz? Also natürlich wissen wir das natürlich nicht. Heimrauchmeldung. Okay. Ach, wo gehe ich denn jetzt rein? Also für all die es nicht mehr wissen, das Konzept von diesem Let's Play war es einfach mal, dass wir so die Einsatzliste, die es hier gibt, weil Einsätze werden im Multiplayer hier. Alles klar, Kollege. Nicht, Achtung, Dingens, nicht generiert, sondern müsste selber generieren. Ausgelöst. Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1. Ich hab einen Bug gefunden. Was denn? Wenn man dem NPC die Tür zumacht, von der Rutschstange, dann springt er da runter. Durch die Tür, er springt einfach nur runter. Er geht nicht an die Stange, er springt runter. So, Helm aufsetzen nicht vergessen. Oh. Ich glaube, das Spiel ist etwas laut. Ich hab's neu installiert, deshalb. So, jetzt sollte es nicht mehr ganz so laut sein. Muss bei mir auch ein bisschen lauter Leiter machen. Leiter machen. Man wechselt die Einsatzkraft übrigens hier über das F1-Menü. Ja. Ich komme zu dir. Ja. Übrigens, falls jetzt jemand fragt, hä, warum kommt jetzt Montag Notruf 1.2? Was habt ihr gemacht? Also, dass mal wieder Notruf 1.2 kommt. Ja, es liegt daran, dass jetzt diese Woche jeden Tag ein Video kommen wird, denn, am Sonntag haben wir Kanalgeburtstag, den zweiten, ne? Deswegen kommt jetzt diese Woche jeden Tag ein Video, auch an den Tagen, wo eigentlich kein Video kommen würde. Deswegen, und wir stehen ja mitten auf der Kreuzung. Hättet ihr wenig besser parken können? Nö. Aber man sieht schon sehr den krassen Unterschied zum zweiten Teil. Let's go. Das auf jeden Fall, aber auch von der Engine her und so fort. Wo steige ich denn aus? Wie setze ich einen Helm auf? Oh, habe ich dir gerade eben gesagt. Ah, ich habe Helm. Cool. So, ich bin Angriffstruppführer. Vielleicht kann ich ja was machen. Ne? Ich setze die PA nochmal ab. Warte noch weitere Anweisungen. Ja. Ich stimme mal dazu. Ach, warte, ich habe Aufgaben. Ich habe Aufgaben. Alter, Pascal, ey. Weißt du, ich denke mir so, ja, okay, jetzt passiert hier schon wieder nichts und. Ja, falsche Seite. An wem liegt's natürlich? Ach, richtig, Pascal wieder. Ja, ich habe nicht gesehen, dass da euch hier oben eine Aufgabe habt. Nimm das Halligan-Tool. Ich muss einen Einbruchmelder ausschalten. Geh zu. Warum hab ich jetzt die Pressluft schon wieder auf? Keine Ahnung. Ich kann eine PA aufsetzen. Für den Fall, dass es brennt. Geh zu. Ich sehe keinen Rauch. Aktuelle Aufgabe ist, gehe zu. Also dieses Treppenhaus ist auch ein bisschen sehr leer. Also hier ist wirklich gar nichts. Nur zwei sind ja schön ausgestaltet. Ah, gehe zu Tür. Ist auch schön, ich breche die Tür nicht auf. Ich tue die einfach aufschieben mit dem Ding. Also die Hand zu nehmen, die Tür aufzuschieben, nehme ich das Heiligentool und schiebe die auf. Und mach dabei so Hebelbewegungen. Geh zu Rauchmelder, benutze Heiligentool an Rauchmelder. Einfach Heiligentool und den Rauchmelder runterkloppen von der Decke. So,
So, haben runtergekloppt den Hauch, den Rauchmelder. Warum, den warum ist jetzt ein ganzer Zug ausgerüstet, ey? Es kann ja sein, dass es tatsächlich brennt, deswegen. Auch wenn das von Anfang an natürlich wussten, weil wir den Einsatz ja so generiert haben, aber trotzdem, es könnte ja sein, Rauchmelder, dass es der Rauchmelder ausgelöst hat. Dass der Rauchmelder der ausgelöst hat, weil es brennt. Der Hauchmelder. Der Hauchmelder. Der Hauchmelder. Oh Gott. Warte auf weitere Anweisungen. Ich setz mich schon mal rein. PA ab. So, einzelner Fehlalarm. Es gab keinen Brandherd am Einsatzort. Denkt halt immer schön den FMS einstellen. Kommen. Hier, Florian. Ach, scheiße, die gibt's ja auch noch. Den zweiten Teil gibt's den ja gar nicht mehr. Fehlalarm durch Brandmelder. Es gibt keinen Brandort vor Ort. Habe wahrscheinlich keine Schubhalten notwendig. Gut. Heim, Rauch. Melder. So, kommt in die FMS Liste. Aktualisieren, Tobi. Auf Überfunk erreichbar. Hörst du mir eigentlich überhaupt irgendwie zu? Ja, ich weiß. Ich hatte da aber auf am Einsatzort aktualisiert, gerade als du es gesagt hattest. Ja. Jetzt habe ich ihn nochmal aktualisiert, als ich im Fahrzeug saß. Hä? Wir biegen ab und es ist eine rote Ampel. Bei mir wippen wir. Wir wippen von links nach rechts. Oh nein! Oh nein, es geht wieder los. Jetzt fahren wir über Rot. Bei mir. Ampeln sind nie synchron. Das ist im ersten Teil nicht so, das ist im zweiten Teil nicht so. Ja. Ihr seht schon, also der Multiplayer hat noch so ein paar schöne Bugs. Falls Early Access! Ja, falls ihr die letzten 5 Folgen nicht gesehen habt, weil die einfach schon ein Jahr alt sind, dann schaut ihr euch gerne an, die sind genauso bugarm wie diese Folge. Es sein wird. Hast du nicht vorhin gesagt, ein halbes Jahr? Kannst du dich mal entscheiden? Ich glaube, es sind mittlerweile 11 Monate oder so, oder 10 Monate oder so. Oder verdammt lange her. Oh, nee, hier muss ich fahren. Gar nicht gut. Wechselladerfahrzeug, da muss ich nie fahren. Ich möchte frei haben. Aber schon für Wechsellader gibt es ja noch ganz, ganz wenige Einsätze, aber die schaltet man auch erst frei, nachdem du gefühlt schon 30 Spielstunden auf einem Spielstand hier hast, den Notruf. Die Einsätze kann man freischalten? Ja. Es gibt ein Freischaltungssystem? Es gibt... Du steigst ja im Rang auf hier tatsächlich. Es gibt ja Ränge, aber dazu musst du immer im selben Spielstand spielen, nicht immer einen neuen Spielstand starten. Was man eigentlich in der Regel macht als normaler Spieler. Es gibt so ein paar Sachen, die schalten sich erst über Zeit frei. 30 Spielstunden in einem Spielstand, Junge, das macht keinen Schwein. Ja, gefühlt, keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass Norton TV Play damals einen Einsatz hatte, wo er mit dem Wechselladerfahrzeug Sandsäcke schleppen musste. Oh. Cool. Wir wippen schon wieder auf der Stelle. Ich bin nicht mehr drin, ich guck mir die Wechseldingsbums an. Und die Leute sitzen hier in der Halle in der Luft. Keine Fragen stellen. Und backen durch die Gegend. Mal sitzt er dort, mal da, mal dort. Jetzt sind sie alle gerade wieder weg. Denkst du, ich kann das WLF ausparken, ohne dass. Und trotzdem noch Einsätze spawnen? Ja. Meine, das ging. Einsatzbericht: Heimrauchmelder ausgelöst. Ich riskier's nicht. Einsatzort Charlottenstraße, 5.7.2016. Das ist immer, wer das Spiel ist. 12:31 Uhr. Aus der Einheit ist egal, in einer Wohnung löst ein Heimrauchmelder aus. Am Einsatzort angekommen, musste er sich der Löschtrupp Zugang zur Wohnung verschaffen, in der er dem Heiligen Tour die Tür aufgeschoben hat, da die Bewohner nicht anzutreffen waren. In der Wohnung konnte kein Brand festgestellt werden. Ja, hier muss man noch keine Einsatzberichte selber schreiben, hier werden die einem noch geschrieben. Wie praktisch. Dann machen wir was Ähnliches, Matt. Matt? Diesmal fahre ich, aber... Mimi. Achtung. Achtung. Hilfeleistung. Ölspur. Einsatz für KEF 1. KEF. Junge, es wird doch keiner sagen. Ist der GEF? Außer man wird natürlich gezwungen, ja. Ist das GEF? Ist das KEF? So, wo ist denn der Wert, der Herr Fahrer? Ich muss mir noch vom. Ja, ich wurde wieder so weit hinten gespawnt und dann muss ich mir noch meinen Helm holen. Haben Sie Ihr Helm schon aufgesetzt?
Nee, haben sie nicht. Echt Schweinerei. Das war eine KI, die ist eingestiegen. Ach so. Der saß schon drin. Nicht mal selber arbeiten, hören sie hier. Schlimm ist sind wir bald da. Sind wir jetzt bald da? Wir fahren mit 25 km/h, keine Sorge. Ach nee, was sind das, Umdrehungen? Ja. Wir fahren mit 80. Immer Funkmeldestatus setzen, ne? Dezenter Drift. Da geht Fahrzeuge Bahn, bei dem Versuch aber gerade auch nicht, also daher. Ja, aber die Fahrzeuge haben aber auch. Die haben aber auch eine andere Physik. Für jedes Mal gut und böse. Die andere Physik. Man kennt sie. Na, nur zu eurem Wissen, wir haben jetzt gerade noch einen Versuch gehabt von einem Einsatz, der aber irgendwie nicht funktionierte oder wir waren viel zu dumm für den Einsatz, je nachdem, wo wir so an so einer Hauswand Bretter schrauben mussten, weil da so ein Fenster kaputt gegangen ist durch Sturmschäden. Ey, ich wollte ein Thumbnail machen, dann macht ihr hier irgendein anderes Menü auf. Spannerei. Oh, jetzt lass mich doch mal in der Richtung hier, so. Hier vor den Landhäusern. Geht doch. Ein Bild machen, ne? Oh, ja. Ist doch cool. Nichts mit dem Folgeninhalt zu tun, aber... Ach doch, guck mal hier. Ja doch, wir sind doch hier. Weil hier ist die Ölspur. Ah nee, das ist einfach nur matt. Das ist keine Ölspur, das ist einfach nur Schmutz auf der Straße. Das ist matt auf der Straße. Also, naja, das ist ein so, das ist das Einsatzstichwort im Menü auch matt. Also auf Deutsch übersetzt Matsch. Motor aus. Sie haben immer noch nie einen Helm aufgesetzt, die Schweine. Begib dich in den markierten Bereich. Welcher markierter Bereich? Ich habe keinen markierten Bereich. Fahrzeugtür öffnen. Verlasset Interaktion, ist meine Aufgabe. Hä? Du fliegst um mich herum. Ah, ja, okay. Jetzt. Gehe zu Besen. Ist der Besen. Einsatz jetzt ernsthaft? Egal. Ich schreibe ihn schon mal auf gehe die Liste. Gehe zu Schlamm. Ich gehe schon mal. Ich trage es schon mal in als erledigt. So, jetzt darf ich mit der linken Maustaste hier den Matsch von der Straße runterkehren. Ich würde Ihnen ja helfen, aber leider nur ein Besen. Ja, leider nur ein Besen auf dem Fahrzeug. Ich sperre ja auch. So. Kegel. Wo müssen wir absperren? Ja, was sagt ihr da beide so? So. Ich kehre hier Schlamm von der Straße. Hier ist abgesperrt. Und dann parken wir das noch um. Aber wir sollten unseren falschen Dialekt rauslassen. Oh Mann, ey, der Motor geht nicht. Was machst du denn in dem Hütchen hier? Kannst du wieder aufräumen, ich bin fertig. Was? Das ging so schnell? Ja. Mein Motor die Tür geht offen, nicht. Oh Mann, ey. Ah, ich habe gerade die Tür durch die... Also bei mir ist hinten die Tür durch den Besen geschossen, ja. Ich bin den Besen durch die Tür geschossen, richtig. So, Hütchen weg. Ich probier's, aber will nicht. Hier ist grün, aber kein Trigger. Ah, da. Da. Ha. Wupp. Diese Triggerpunkte, Alter. Die triggern mich. Ich denke, das sind auch Triggerpunkte. So, bin drin. Ja. Fahr mit nach Feuerwache. Motor. Das ist ein Highspeed-Fahrzeug. So, mal sehen wir, was jetzt aus diesem Nirvana hier wieder zurückfahren. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Nirvana hier gibt. Obwohl doch, wir sind einmal lang gefahren hier. Wir sind, glaube ich, irgendwann random einfach hier lang gefahren. Hm. Obwohl, das kann auch ein anderer Landtag gewesen sein. Ja, hier gibt es einige Sachen außerhalb. Aber auch diese Landhäuser, da fand ich eigentlich ganz schön. Wusste überhaupt nicht, dass die existieren. Ich fühle mich fast wie im LS19. Ja. 100 km/h, 100, 510. 100, ja, 110. Bahnübergang. Komm, wir schaffen die 120. Wir backt einfach alles nur. Wir lenken die ganze Zeit nach vorne. Nein, ich muss abbiegen.
Ja. Aber der war mal sauber, der Riff. Der war mal fast sauber. Also er ist fast ohne zu korrigieren weitergefahren. Als fast, hättest fast weiterfahren können, ohne zu korrigieren. Hier im Industriegebiet. Ja, hier auf der rechten Seite sehen Sie das Industriegebiet. Na, lenk doch! Ja. Okay, der war jetzt ein bisschen von der Spur abgekommen. Ich habe mich umgeschaut und deswegen hat er nicht gelenkt. Ich dachte, du fängst das Fahrrad über, weil du gerade jetzt so links-rechts hier rumgeschlagen bist. So. Eisenbahn mit extrem engen Kurvenradien. Auch nett. Und der zweite Bahnübergang für heute. Wir schweben übrigens, ne? Nee, tun wir nicht. Mit dem einen Vorderrad zumindest schweben wir. Mit dem Vorderrad, oh ja, was bei dir auf der Seite ist, mit dem schweben wir. Da hat die Federung nachgelassen. Ah nee, die Federung war zu stark. Ja, wir schweben allgemein, oder? Kann das sein? Ah nee, doch nicht, okay. Jetzt ist das Hinterrad. Nur sein Rad. Hä? Doch, das, ey, das sieht so aus, als würden wir mit allen Rädern außer dem hinten links schweben. Echt? Das ist ganz cursed. We believe we can fly. With a cap. Diese Steuerung. Vor allem, weil es Lenkrad, funktioniert dein Lenkrad? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich hab's bisher nicht ausprobiert. Okay, ich glaube, es müsste aber auch nicht ausprobieren. Wenn selbst mein Lenkrad nicht akzeptiert und mein Lenkrad hat eigentlich überall akzeptiert. Weil mein Lenkrad in der Regel als Controller anerkannt wird. Aufgrund dessen, dass du es auch wie einen Controller konfigurieren kannst. Aber selbst das passiert hier nicht. Ich glaube, dass. Ich weiß nicht, ob das Spiel überhaupt einen Controller-Support hat. So, Hilfeleistung Nordstraße. Nach starken Regenfällen am Vortag wurden die Einzelhelfer zu Räumarbeiten gerufen, Schlamm auf die Straße gelaufen und musste beseitigt werden. Spannend. Cool. Was können wir noch machen? Ja, einen Einsatz sollte man auch schaffen, diese Folge. Wir hatten jetzt. Wir haben noch nichts gelöscht, ne? Nee, Brand hatten wir heute noch nicht. Nur noch Rauchmelder und Schlamm. Machen wir das mal. Achtung, Brandschutz. Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF-2. Wir haben drei verschiedene Kleinflächenbrände. Das ist jetzt der zweite, den wir zeigen. Bist du schon wieder nicht los? Warum fährst du jedes Mal? Ich bin Maschinist, ja. Ja, also heißt du Deutschst nicht. Du schaust mir nur beim Deutschen zu. Das stimmt. Ich habe die Folge nämlich alle Einsätze gemacht, ne? Das stimmt. So, ein Herr Maschinist braucht wieder 3 Jahre, ne? Haben Sie Ihren Helm schon aufgesetzt? Du diesmal nicht. Wir sind auf dem Weg zum Einsatzort. Apropos Funkmeldestatus. Habt ihr Details zur Einsatzstelle? Anrufer meldet einen kleinen Brand. Verstanden. Ende. Also Tobi, ein kleiner Brand. Ein Kleinflächenbrand. Nein, ich muss abbiegen. Och Mann, ey. Kurz Einsatzvorbesprechung, Lakritze. Das ist das einzige Stich, was ja, wir brauchen. Ja, warte kurz. Lass mich überlegen. Schokolade, ja. Aua, das war die Ampel. Warum geht das Blaulicht denn dauernd aus? Einmal mit Profis fahren. Ja, ein kleiner Brand würde ich behaupten wollen, ne? Was brennt denn da? Ein Tisch? Eine Mülltonne. Soll er nicht im Löscher reichen? Sogar? Ja, an sich schon. Ja, schon wieder verlasse Interaktion. Ja, ich bin keine Interaktion, ich bin ausgestiegen. Steig nochmal ein. So, und jetzt steige ich nochmal aus und jetzt habe ich die Aufgabe. Geh zur Lakritze.
weil wir die PA aufsetzen, weil ich ein bisschen nah am Feuer bin für meinen Geschmack. Mama, zurück! Benutze Einbaupumpe. Jetzt musst du ja nicht mal den Druck erhöhen, jetzt kann ich ja so oder so löschen, egal ob du eine Pumpe bist oder nicht. Nee, Briefkaste! Ja. Mülltonne, Briefkasten, alle das Gleiche. Fertig, können gehen. Nice. Ende dauert ja, ca. 30 Minuten. Ich bin auch gerade dabei, die Meldung zu machen, dass wir den Einsatz jetzt machen. Wasser halt, das war's. Feuer's aus. Gut, alles einpacken und Tank auffüllen. Was mit Tank auffüllen? Wir sind nicht in Notruf 2. Ja, an Leitstelle kommen. Wir sind doch schon ungefähr 29 Minuten eher fertig mit dem Feuer. Der Entsorgungsdienst wird informiert. Der entsorgt dann den Briefkasten. Nicht den Müllkasten. Du hast die Heckwarnleuchte noch an. Ah, jetzt mehr. Das ist mal ein Punktesystem für rote Ampeln überfahren, gibt es nicht, oder? Nö. Nee, das ist Kev, das ist nur offenes Tor, weil offenes Tor. Das Tor ist zu. Bei mir ist offen, das Kev-Tor. So, Kleinflächenbrand, Marktstraße. Aufgrund Alarmierung Kleinflächenbrand drückte die Feuerwehr am 5. September 16 aus. Der Amensdruck hatte den Leuchtturm starke Hitze und Rauchentwicklung, dass der Löschangriff unter Atemschutz durchgeführt wurde. Die Polizei geht von Brandstiftung mit Brandbeschleuniger aus. Gut, dann würde ich sagen, Ken hat es aber auch geschafft für diese Folge. Echt schon? Ja, okay, können wir machen. Dann danke, dass ihr dabei wart. Und dann irgendwann, demnächst bald irgendwann, geht es weiter, denn wir nehmen jetzt noch ein paar Folgen extra davon auf. Und beziehungsweise so viele wie noch möglich sind, weil so lange ist die Liste nicht mehr. Richtig, weil alle Projekte, die diese Woche noch zusätzlich kommen zu MudRunner und Trains in World 2, die werden jetzt die nächsten Wochen dann montags auf dem irregulären Sendeplatz dann kommen. Das heißt, wir nehmen von den Projekten von allen nicht nur eine Folge auf, sondern ein paar Folgen mehr, sodass die dann wieder auch dann noch die nächsten Wochen hier wieder auf dem Kanal kommen. Dann danke fürs Zusehen, würde ich sagen, und jo. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.